Hallo liebe Tabakfreunde und Pfeifengenießer, ich grüße euch aus Münster. Ja, vorab oder vorweg vielleicht ein bisschen Housekeeping, wie man ja heutzutage unter den Podcastern oder auch YouTubern immer sagt. Sprich also, was ist an Post hereingekommen oder was ist vielleicht noch an Fragen zu klären oder an Antworten zu geben. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei all den lieben Menschen, die mich auch regelmäßig anschreiben, indem sie Kommentare zu meinen Videos abgeben. Ich versuche eigentlich möglichst auch immer direkt zu antworten. Leider gelingt mir das nicht immer, beziehungsweise manches verpasse ich ganz einfach, weil ich zwar alles lese, aber halt nicht dementsprechend halt auch immer dann die Gelegenheit habe, direkt zu antworten. Und später geht es dann halt manchmal ein bisschen durch, ne? Ganz besonders freue ich mich natürlich über die Kommentare oder auch Nachrichten von den Leuten, von denen ich bisher noch nie was gehört habe. Sprich also nicht der YouTuber, den man schon vielleicht lange Jahre kennt und mit dem man auch mehr oder weniger regelmäßig im Austausch steht, sondern halt auch von anderen Leuten, die nur schauen und selbst vielleicht keine Videos machen. Aber halt dementsprechend einfach mal ein Lebenszeichen von sich geben. Bei der Gelegenheit, liebe Grüße nach Aachen. Hallo Nadine, habe mich sehr über deine Mail gefreut und denke, dass, wie gesagt, das eine schöne Sache ist, wenn man auch so ein Feedback bekommt, weil das ist dann halt eine Art von, ja, Bestätigung will ich nicht sagen. Wir machen das ja nicht unbedingt, weil wir Bestätigung suchen, aber es ist schon so, wenn man irgendwo ein bisschen Herzblut und Mühe in irgendwas hineinsteckt, egal ob beim Podcasten, wie ich es ja regelmäßig mache, oder halt auch jetzt bei dem kleinen YouTube-Kanal, dass man da einfach ein Feedback bekommt. Das freut einen ganz einfach. Also besten Dank an dich an dieser Stelle. Ja, eigentlich wollte ich heute etwas rumjammern, hat den klaren Hintergrund, dass meine körperliche Gesundheit leider nicht auf dem Punkt ist, wie ich es mir gerne wünsche. Ihr hattet es ja mitbekommen, ich hatte ja letztens mein Knie ins Bild gehalten und hatte also freudig eigentlich von meiner Meniskus-OP erzählt. Ging auch nach der OP mir etliche Wochen super, muss ganz ehrlich sagen. Hatte ja auch grünes Licht von den Ärzten gehabt, mich wieder sportlich zu betätigen. Bin da auch sehr verhalten und vorsichtig rangegangen und habe da also mal so langsam mit mehreren Tagen Abstand auch mein Laufpensum und hinterher auf circa eine Stunde hochgeschraubt. Und leider muss ich sagen, hat es dann vor 14 Tagen einen Rückschlag in der Art gegeben, dass ich also wieder Probleme, eigentlich wieder die gleichen Probleme bekommen habe am Knie, wie ich sie vor der Meniskusteilentfernung hatte. Und ich befürchte mal, dass es vielleicht wieder ein Einriss ist, vielleicht auch nur eine Entzündung, ich weiß es nicht. Ich habe die Klinik mal angeschrieben. Die reagieren auf sowas immer eigentlich recht zügig und hoffe, dass ich da in der nächsten oder übernächsten Woche einen Termin nochmal zum CT bekomme, damit wir da mal gucken können, was da Sache ist. Wollte ich euch halt heute eigentlich erzählen und wollte halt sagen, was ich da ja für ein armer Tropf bin, dass es mir da in der Beziehung nicht so gut geht. Hab aber dann am Freitag, wie wir ja vermute ich mal fast alle, die Nachricht bekommen aus Köln, dass der liebe Peter Heinrichs uns verlassen hat. Mit seinen jungen 70 Jahren. Und naja, dann treten natürlich so Kinkerlitzchen, wie ich sie mit meinem Knie habe. Ich kann ja trotzdem beschwerdefrei, in Anführungsstrichen, ein normales Leben führen. Die treten natürlich in den Hintergrund, weil das ist natürlich wirklich, ja, das ist Kinderkram gegen das, was die Familie von Peter und er da halt momentan einfach erleben. Ich muss jetzt sagen, ich kann jetzt nicht damit erzählen oder davon erzählen, dass ich ihn, wer weiß wie gut, gekannt habe. Ich habe den ein paar Mal in meinem Leben gesehen und fand den immer echt beeindruckend aufgrund seiner für mich als Münsterländer, ist für mich war es so eine klassisch rheinländische Art, kölsche Art, die er da hatte, mit Bekannten und auch nicht Bekannten oder Unbekannten Kunden und vor allem Rauchern umzugehen. Und Es tut weh, weil, wie gesagt, das ist da fehlt so ein Urgestein, sag ich mal, in dem Bereich. Ich weiß, dass er bei dem einen oder anderen, man hat es auch in Loma ab und zu gehört, auch mal angeeckt ist. Da gibt es so die ein oder andere Größe bei uns in der Reifen-Community, die nicht ganz so gut mit ihm konnte. Ist aber, denke ich mal, auch relativ normal, wenn da vielleicht mehrere Alpha Tiere aufeinandertreffen, dann kann es auch mal rappeln oder so, dann gibt es auch Reibungswärme oder Reibungsenergie, aber ich denke mal, es ist völlig unbestritten, dass er nichtsdestotrotz einer der ganz, ganz Großen der Pfeifenszene in Deutschland gewesen ist und schade, dass er so früh abgetreten ist. Ja.
Ja, dann wollte ich natürlich mit meinem Video nicht nur hier die Trauer weiter verkünden, sondern eigentlich auch natürlich auf einen schönen Gruß nach Wolfgang in Flensburg richten, auf seine Frage oder auf seine Videogeschichte hin, da den seinen Anstoß folgen und mich auch ganz kurz zu diesem Genussraucher und vielleicht konträr dazu der ja wie hat es geheißen, abhängige Raucher oder der Suchtraucher oder sowas in der Richtung, mich zu äußern. Für mich eine ganz klare Geschichte eigentlich. Ich habe 2001 aufgehört mit dem Zigarettenrauchen und habe das nicht abgelöst durch Pfeifenrauchen, weil ich finde persönlich, man kann das nicht gegeneinander austauschen. Ich werde ab und zu von Zigarettenrauchern gefragt, Mensch, Pfeife rauchen, vielleicht mache ich das ja auch, dann brauche ich nicht mehr Zigarette rauchen. Und ich, meiner persönlichen Meinung nach, ist es eigentlich immer so gewesen, dass für mich die Aufnahme des Nikotins in dem Sinne, die man ja durch das Zigarettenrauchen gewöhnt war, nicht durch das Pfeiferauchen abgelöst werden kann. Und ich bin der Meinung, man muss also wirklich definitiv sich eigentlich vom Zigarettenrauchen entwöhnen, wenn man aufhören möchte, und gleichzeitig das Pfeiferauchen neu lernen. Aber es ist halt eine andere Art des Rauchens letztendlich. Es ist kein Substitut, es ist kein Ersatz in dem Sinne. Gut, 2001 aufgehört und seitdem auch da standhaft geblieben. Und Pfeife rauchen tue ich relativ wenig. Das heißt, es ist so im Schnitt, komme ich vielleicht in der Woche auf 5 bis 7 Pfeifen. Man könnte vielleicht eine am Tag. Es kann aber auch durchaus passieren, so wie es mir jetzt Mitte Oktober gegangen ist, wo ich beruflich eine Woche auf einer Messe in Stuttgart war, dass ich dann halt eine ganze Woche gar nicht rauche, weil es halt zeitlich einfach nicht ausgeht. Im Hotelzimmer darf man nicht rauchen, auf der Messe darf man nicht rauchen, abends ist man mit den Kollegen oder Kunden unterwegs und im Restaurant darf man auch nicht mehr rauchen. Und jetzt im Herbst oder Winter mich mit einer Pfeife nach draußen zu stellen, um dann ein paar hastige Züge zu nehmen, da verzichte ich lieber ganz drauf. Also von daher denke ich, ordne ich mich ganz klar auf der Seite der Genussraucher ein, weil ich da dementsprechend eigentlich ja, wie soll man sagen, keinen Verlust erleide, wenn ich dann mal eine Woche gar nicht rauche oder so. Freue mich dann aber nichtsdestotrotz gerne natürlich auch wieder auf die Pfeifen und so wie heute am Sonntag ist es so, dass dementsprechend ich sicherlich heute Nachmittag mir schön zum Tässchen Kaffee mir eine Pfeife anzünden werde. Und das mache ich dann mit Freude, mit Genuss. Also Genussraucher, wenn ihr das so kategorisieren wollt. Ja, dann eine Frage habe ich noch. Und zwar habe ich noch mal meine Meerschaumpfeife herausgesucht. Ich habe ja nur eine Meerschaumpfeife. Ich versuche das jetzt gerade mal irgendwie hier so ins Bild zu halten, dass ihr da was seht. Genau, kann man. Ja, es ist eigentlich schon erkennbar. Die verfärbt sich nur hier unten im Bereich des Holmes, sage ich mal. Leicht bräunlich. Wie mache ich das so? Vielleicht. Ich finde keine Verfärbung jetzt am Kopf direkt, außer natürlich jetzt hier am Einfüll, am Kopfrand, sage ich mal. Wäre eine Frage meinerseits, hat das irgendwas mit meiner Art des Rauchens zu tun oder lässt es auf die Qualität oder Nichtqualität der Pfeife schließen? Wäre ganz nett, wenn der ein oder andere da vielleicht mal eine Antwort geben könnte. Würde mich mal interessieren. Stört mich jetzt nicht in der Form, die schmeckt ganz gut, ist ein bisschen eng gebohrt. Vom Luftzug her würde ich es mir ein bisschen leichter vorstellen, aber ich rauche sie schon regelmäßig. Gerade wenn ich hier am Rechner sitze, ist das eigentlich immer ganz angenehm. Und von daher, Frage halt, wenn da jemand Bescheid weiß, möge er mich doch bitte schlau machen. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann belassen wir es auch damit und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis die Tage. Ciao.